Der Demenzerkrankte, der hält uns wirklich den Spiegel vor Augen. Ich lebe, obwohl ich nicht mehr leistungsfähig bin. Aber ich lebe. Und ich habe euch vielleicht auch etwas zu sagen, dass Leben nicht nur aus Leistung besteht. Die Diagnose Demenz löst Angst und Erschütterung aus. Und nach wie vor gibt es keine Heilung für diese Krankheit. Darüber, was es bedeutet, von der Krankheit des Vergessens betroffen zu sein, spreche ich mit Dr. Irene Bob. Sie ist Internistin und Geriaterin und hat sich schon früh entschieden, speziell mit Menschen, die an Demenz erkrankt sind, zu arbeiten. Und sie ist die Herausgeberin und Autorin des Standardwerks Demenz. Irene, du plädierst dafür, dass man eine Diagnose stellen kann, obwohl ihr als Ärzte nichts anzubieten habt zur Heilung dieser Krankheit. Warum soll ich dann erfahren, dass ich Demenz habe? Menschen mit Demenz, die kommen nicht angeschrieben, ich habe Alzheimer-Demenz. Sie kommen mit einer Hirnleistungsstörung und wir wissen nicht, was dahinter steht. Dahinter können somatisch, also körperliche Probleme sein. Es kann auch eine Depression, ein Burnout dahinter stecken. Aber es kann natürlich auch eine Demenz dahinter stecken. Und nicht so selten ist die Demenz sogar vergesellschaftet mit einem Burnout. Und ich brauche eine klare Diagnose, damit ich wirklich das Richtige tun kann. Und vor allem auch gilt das für jüngere Patienten. Sie müssen eine klare Diagnose haben. Auch wenn man nichts tun kann? Was hilft mir die Diagnose, wenn ich dann damit dastehe? Und also wenn ich aus dem beruflichen Kontext falle, brauche ich doch eine Diagnose. Also sonst zahlt auch keine Versicherung. Aber andererseits auch, wenn ich aus dem Berufsleben ausgestiegen bin, muss ich doch wissen, was vorgeht, dass ich ständig vergesse, dass ich plötzlich meine Finanzen nicht mehr regeln kann und so weiter. Also die Klarheit hilft uns, das Richtige zu tun. Das ist eine starke Aussage. Das heißt also, Klarheit ist gar nicht so viel schlimmer, dass ich es dann wirklich weiß, ich habe eine Alzheimer-Demenz, sondern es hilft mir eigentlich, meinen Alltag besser zu bewältigen. Ja, wenn man die Symptome den ganzen Tag begleiten und diese Menschen, die haben einen richtigen Kampf gegen das Verstecken der Symptome und das muss unglaublich stressreich sein. Und wenn ich die Diagnose habe, dann darf ich ja auch vergessen. Das ist es normal. Es ist ein Teil der Erkrankung. Und das ist extrem wichtig, dass die Menschen das wissen, damit sie weniger Stress, weniger Depression haben. Auch weniger Ausgrenzung kann ich mir gut vorstellen. Auch weniger Ausgrenzung. Wem soll ich es denn dann sagen, nebst meinen engsten Familienangehörigen? Was ist deine Empfehlung da? Das ist halt sehr unterschiedlich. Ich hatte Patienten, die haben eine Mail geschrieben und gerade den ganzen Verteiler der aller Bekannten. Das war übrigens sehr, sehr berührend, was die dann erlebt haben. Und andere Menschen, die sind eher zurückhaltend. Es muss jeder spüren, was für ihn stimmt. Wichtig ist aber einfach, dass das nächste Umfeld es weiß. Und da gehören zum Beispiel auch Nachbarn dazu, wenn ich Probleme habe in meinem Alltag. Wie reagieren denn Arbeitgeber beispielsweise darauf, wenn jemand zugibt, ich habe eine Demenzerkrankung? Sind die verständnisvoll? Helfen die mit? Also die meisten Arbeitgeber sind ja extrem froh. Und vor allem froh, dass sie das rechtzeitig wissen, bevor es zur Kündigung kommt. Und dann kann man auch richtig entscheiden, hat man einen adaptierten Arbeitsplatz nur noch für diese Person, kann man sie noch reduziert arbeiten lassen oder muss man halt wirklich jemanden krank schreiben, aber das ist auch versicherungstechnisch sehr wichtig. Gibt es Berufe, die man trotz einer Demenzerkrankung noch ausüben kann? Also das gibt es natürlich viele Berufe, da kann man vielleicht sagen, man macht eine teilzeitige Arbeitsunfähigkeit und er hat vielleicht länger für die gleiche Arbeit. Aber es gibt Berufe, die sind so gefährlich, da geht es nicht. Zum Beispiel der Arztberuf, da geht es nicht. Und ich hatte einen Lastwagenchauffeur, der gefährliche Ware transportiert hat. Das ist ein No-Go. Und ich denke, dass das ganz wichtig ist, dass man dann die Diagnose hat und die richtigen Schritte einleiten kann. Du sprichst im Rahmen der Diagnosestellung auch jeweils sehr früh an, dass man lernen muss, loszulassen. Was meinst du da
mit konkret im, bei der Diagnose Demenz. Genau, also das Lernen müssen, das ist ja immer so ein bisschen entwertend, sondern das Loslassen ist ein Prozess, der gehört einfach zu Demenz dazu. Und das Loslassen, das ist dann einfach normal, aber es löst sehr viel Schmerz aus. Und über diesen Schmerz muss man sprechen. Also alleine wenn die Menschen hören, ich verstehe den Schmerz, dass jetzt das und das nicht mehr geht und dann geht das nicht mehr. Und immer wieder kommt etwas Neues dazu. Kaum habe ich verarbeitet, dass ich nicht mehr Auto fahren kann. Das ist ja der größte Schmerz. Oder ich kann nicht mehr Skifahren, nicht mehr ein Hobby ausüben. Ich kann nicht mehr arbeiten, kommt schon das Nächste, oder? Ich kann nicht mehr jassen mit meinen Kollegen und wird durch das ausgegrenzt, oder? Und das sind tiefe Schmerzen und die muss man wirklich ansprechen. Und wie kann man dem begegnen? Gibt es da irgendwelche Strategien? Also ich denke, es gibt Strategien, dass man miteinander ansehen kann, wo sind trotzdem noch Ressourcen, was kann dieser Mensch auch noch, außer was kann er nicht. Und da gibt es auch tolle Möglichkeiten, in denen der Mensch dann spürt, ja, ich bin trotzdem noch etwas wert in dieser Gesellschaft. Jeder Mensch möchte ja etwas wert sein, sei es auch nur, dass ich in eine Gruppe gehe, in der ich merke, dass ich noch wichtig bin. Sei das eine Musiktherapie, sei das ein Treffen von Menschen in der gleichen Situation. Jetzt müssen ja beide loslassen, sowohl die Menschen mit der Demenzerkrankung wie auch ihre Angehörigen. Für wen ist das eigentlich schwieriger? Am Anfang der Erkrankung ist es für beide schwierig, denke ich. Oft ist es für die Angehörigen noch viel schwieriger, weil Menschen mit Demenz ihre Symptome oft nicht so wahrnehmen wie die Umwelt. Mit der Zeit wird vermutlich das Abschiednehmen, das Loslassen für die Angehörigen immer schwieriger, weil die Menschen mit Demenz so in das, ich sage dem so, das Reich des Vergessens eintauchen. Und wenn man dann gut mit ihnen umgeht, werden sie auch nicht mehr so mit ihren Defiziten konfrontiert. Und der Schmerz wird weniger. Das ist so meine Erfahrung. Ich habe bei dir gelesen, in deinem Buch, dass eine Frau sich als Witwe auf Zeit bezeichnet. Kannst du da vielleicht was zu erzählen? Sie hat mir wörtlich gesagt in der Sprechstunde, ich bin Witwe, obwohl mein Mann noch lebt. Witwe heißt ja, ich habe den Partner nicht mehr. Also den Ehemann hat man ja vielleicht noch, aber nicht mehr den Partner. Und man fühlt sich als Witwe, weil man nicht mehr den Gesprächspartner hat. Man hat nicht mehr die Partnerschaft. Und man hat lauter kleine Tode. Jeden Tag muss man wieder etwas neu abgeben, was vorher noch ging. Und trotzdem habe ich keine Beerdigung. Und das ist wirklich, also solche Themen kommen. Ja, genau. Das ist sehr, sehr schwer. Ja. Was sagst du so einer Frau? Normalisieren, das ist normal. Ich verstehe das. Und wie können wir mit diesen Abschied nehmen, mit diesen kleinen Toten umgehen? Und es braucht dann vielleicht wie kleine Rituale, die können helfen, dass man diesen Abschied, diese kleinen Tode, wirklich, da gibt es fast den Plural davon, dass man mit diesem Frieden schließen kann. Und dabei passiert ja manchmal ein plötzliches Wiedererwachen. Genau, und das sind diese luziden Momente, die entstehen können. Gerade wenn Angehörige das irgendwo wie akzeptieren, habe ich immer wieder erlebt, da kommt plötzlich wieder ein ganz luzider, ein heller Moment des Betroffenen. Das ist ja wunderbar, aber es kann auch wieder total verunsichern. Aber ich habe erlebt, eine junge Angehörige, ihre Mutter hat sie nicht mehr erkannt und plötzlich wurde sie wieder wenige Wochen vor dem Tod erkannt. Ganz klar. Und das gibt natürlich einen Rucksack, wenn man definitiv Abschied nehmen muss. Es gibt so heikle Themen, du hast eins schon erwähnt vom Loslassen, das Autofahren. Ein anderes heikles Thema ist die Sexualität. Wie geht man damit um? Auch akzeptieren, wenn es für den anderen nicht mehr stimmt. Die Sexualität, die kann einerseits für den Betroffenen nicht mehr stimmen, also dass er gar nicht mehr das Bedürfnis hat. Aber ich habe auch das Umgekehrte schon erlebt, dass eigentlich die Angehörigen, für sie hat es nicht mehr gestummen. Mir hat mal ein Angehöriger gesagt, ich kann doch nicht meine Frau vergewaltigen, sie ist wie ein Kind.
Aber alleine, dass ich das anspreche, hilft. Das ist heilsam. Also, dass man auch das nicht muss unter dem Deckel behalten, sondern darüber sprechen darf. Du sagst Palliation. Palliation ist ja eigentlich, man kann etwas nicht mehr heilen, sondern man kann eine Krankheit oder einen Zustand nur lindern. Du hast dieses markante Wort prägt, bei einer Demenzerkrankung beginnt die Palliation mit der Diagnosestellung. Was willst du damit ausdrücken? Das ist ja sehr mutig. Ein Palliativmediziner würde sagen, das ist erst so die letzten Monate vielleicht vom Leben. Aber ich denke, es geht ja immer um Linderung vom Schmerz. Mhm. Und Palliation im engeren Sinn, da muss ich Schmerz leiden. Es geht da auch um seelischen Schmerz, mit neben körperlichem Schmerz. Aber die Demenz, die löst ganz viel seelischen Schmerz aus. Sowohl von den Betroffenen wie auch von den Angehörigen. Und wenn ich auf diesen Schmerz eingehe und diesen Schmerz thematisiere, dann lindert sich der Schmerz. Und ich denke, deswegen ist Palliation wirklich möglich ab Diagnosestellung. Ein anderer Aspekt der Palliation ist ja das Vorausplanen. Wie kann ich mein Leben jetzt noch bestimmen und meine Wünsche einbringen im Fall, dass ich nicht mehr urteilsfähig bin? Und da beginnt halt auch die Palliation, das Advanced Care Planning ab Diagnosestellung. Jetzt gibt es ja immer mehr Druck in unserer Gesellschaft, besonders fit zu sein, besonders effizient zu sein. Alles das, was nun Menschen mit einer Demenz garantiert nicht sind. Wie begegnest du dem Druck oder wie hilfst du ihnen, dem Druck zu begegnen, dass sie der Gesellschaft nicht zur Last fallen wollen? Weil ich glaube, das ist ein ganz, ganz, ganz großes Thema. Das ist wirklich fast eine Metapher unserer Gesellschaft, dass wir nicht zur Last fallen dürfen, weil unsere Gesellschaft so von Effizienz geprägt ist, von Leistung geprägt ist. Und der Demenzerkrankte, der hält uns wirklich den Spiegel vor Augen. Ich lebe, obwohl ich nicht mehr leistungsfähig bin. Aber ich lebe. Und ich habe euch vielleicht auch etwas zu sagen, dass Leben nicht nur aus Leistung besteht. Und ich denke, das kann unsere Gesellschaft auch weiterbringen. Du gibst mir ein wunderbares Stichwort, nämlich die Frage, was haben denn diese Menschen der Gesellschaft anzubieten, statt Effizienz und statt Leistung? Sie sind einfach und sie möchten als Wesen gehört werden, die sind, ohne dass irgendetwas, eben sie Leistung erbringen. Aber sie haben auch oft eine unglaubliche Zufriedenheit, obwohl sie alles verloren haben. Oder eine unglaubliche Dankbarkeit. Sie sind sehr dankbar. Und ich möchte das überhaupt nicht verherrlichen, weil für die Angehörigen ist das ja unglaublich schwierig. Weil sie möchten ja... Traurig, oder? Und traurig. Es ist extrem traurig. Aber ich habe so viele Angehörige gehört, die haben gesagt, ich habe so viel gelernt von meinem Partner und ich bin so viel reifer geworden. Und ich denke, das ist das, was Menschen mit Demenz uns auch geben können. Das ist ein wichtiger Teil auch in deinem Buch. Wer mehr erfahren möchte über die Krankheit Demenz und den ganzen Formenkreis, der damit verbunden ist, mit dem Leben, das damit zu führen ist, dem möchte ich das Buch Demenz. Von Irene Bob empfehlen. Sie legt dort die Fakten dar über das, was wir heutzutage wissen. Sie erzählt berührende Geschichten von Menschen und Angehörigen, die mit dieser Krankheit leben müssen und es auch können. Und sie zeigt uns auf, welche Perspektiven mit dieser Krankheit zu erwarten sind.